Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind gerade hier in der nächsten Stadt. Ondula, glaube ich, heißt die. Allerdings, haben wir ein kleines Problem. Was wir schon im letzten Part so gesehen angesprochen haben. Und zwar, wir haben jetzt eine Wasserroute vor uns. Mit Surfer. Das bedeutet, dass wir jetzt erstmal irgendein Pokémon von unserem Team in die Pokémon-Box ablegen müssen. Ich habe mich inzwischen schon entschieden, wer das sein wird. Und zwar, es wird Michelle sein. Michelle ist momentan war noch auf Level 37, also halt auch nicht am höchsten. Allerdings werden wir jetzt vermehrt Wasser-Pokémon antreffen. Und Boden, aber Wasser ist gegen Boden sehr effektiv. Natürlich hätten wir auch Finn rausnehmen können, aber Finn braucht noch ein bisschen Training. Beziehungsweise hat halt noch nicht die zweite Entwicklungsstufe. Daher fiel meine Wahl auf Michelle. Die kommt, wie gesagt, zeitweise raus. Sobald wir mit der Wasserroute fertig sind, kommt Michelle wieder zurück. So lange. Tut's mir echt leid. Ich kann's dementsprechend nicht ändern. Natürlich können wir auch andere Pokémon antreffen, aber ich denke mal, hauptsächlich werden Wasser-Pokémon da sein. Und jo. Dann geht's jetzt hier los. Erstmal werden wir in der Bucht von Ondula anfangen. Das ist die hier. Surfer, ja, gerne. Einmal haben wir ja schon mal Surfer eingesetzt. Ich finde es sehr interessant, dass die Animation, glaube ich, genauso gleich wie in der vierten Generation ist. So, und dann brauche ich noch ein Topo 2. Natürlich können wir auch im Wasser wilde Pokémon antreffen, was ich jetzt eher weniger will. Also ich bin jetzt darauf nicht so doll scharf. Was ist denn das da? Ich glaube, das sind... Ja, genau, das sind Taucherstellen. Nur Taucher haben wir momentan noch nicht. Ich weiß nicht mal, ob das unser Ohr doch erlernen kann. So, Schwimmer Alexei. Mantops, ja. Genau. Wasser-Pokémon werden eingesetzt. Mantops ist, glaube ich, vom Typ Flug. Wasser auch? Weiß ich jetzt nicht ganz so genau. Auf jeden Fall wechsle ich jetzt zu Luke. Ich werde gleich Luke auch generell nach vorne nehmen. Das Luke trainiert wird, weil es sind genau die richtigen Pokémon für ihn. Vielleicht kommt dann bald auch seine Entwicklung. Und ich habe die Hoffnung, dass sobald Luke sich entwickelt, dass Luke Surfer erlernen kann, weil er trotzdem wie ein Fisch aussieht. Zum Beispiel Michael kann auch Fliegen erlernen. Warum soll es dann nicht Luke erlernen können, sozusagen? Wisst ihr, was ich meine? Da ist das noch immer noch meine Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt, sobald ich sehe. Spätestens in der Endentwicklung. Dann kannst du auf einmal lernen. So, hier ist noch eine Schwimmerin. Und da geht's in der Höhle rein. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen doof, weil diesen kurzen Weg musste ich jetzt in Michelle ablegen. Mal ernst. So, ein Marmolida. Das ist wahrscheinlich die Weiterentwicklung von diesem Herz. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ja, es ist ein... Mir liegt der Name auf der Zunge, aber ne. Wow, hält ganz schön viel aus. Aquawelle, komm, das macht nicht so viel Schaden. Oh, doch. Warum ist das nur normal effektiv? Ist Wasser gegen Elektro normal effektiv? Wusste ich nicht. Ich wechsle zu Jonas, bevor es hier brenzlig wird. Ich müsste auch Luke ein Level aufsteigen. Was hat es sein? Sternschauer? Nee. Was war das? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass wir es besiegen werden. Hoffe ich. Ja, ein Glück. Die Elektroattacke hat es gut, gut ausgehalten. Muss ich schon sagen. Gut, die Trainer sind ja jetzt auch wieder ein bisschen overlevelt. Wie eigentlich in letzter Zeit sowieso. Weil wir sind in letzter Zeit sowas von underlevelt. Das gibt's gar nicht. So, hier ziehe ich mein Dings rein. Rudel. Hatten wir im letzten Part, glaube ich, noch gekauft. Einfach nur mal auszutesten, was Sprudel alles so kann. So, da können wir nicht durch. Ich gehe mal hier in diese komische Höhle hinein. Okay. Wenn du hier vorbei willst, musst du erstmal meine robuste Wenigkeit und mein Kiesling bezwingen. Der Kiesling und ich kämpfen allerdings nur gegen starke Trainer. Das ist unser Motto. Und robust wie wir sind, weichen wir davon nicht ab.
Aha. Bedeutet, hier kann man ja später hin. Keine Ahnung, wann man hier erst hinkommen kann. Ich würde mal vermuten, nach der Pokémon-Liga. Daher werden wir hier wahrscheinlich eines Tages wieder zurückkehren. Allerdings gibt es hier noch weitere Stellen, die ich gerne erkunden möchte. Zum Beispiel diesen Trainer hier besiegen. Sind ihr? Oh, Mist. Oh, was habe ich gerade im Hals gehabt? Sind ja hier auch noch weitere Wasser-Pokémon und Seemobs. Keine Ahnung, was da gerade los war. Auf jeden Fall, ich habe geredet und dann war da irgendwas. So, nach dem Motto. So, Seemobs sollte jetzt kein Gegner sein. Boah, es überlebt und setzt Erholung ein. Gut, das zögert das alles nur hinaus. Aber egal. Vielleicht reicht jetzt die Attacke. Kampf und Sprung. Ist ja so ein bisschen immer variabel, bedeutet, es kann reichen, muss aber nicht. Aber es reicht. Wunderbar. Ein Walmer. Uiuiui. Sehr starkes Pokémon. Ich werde aber weiterhin Luke drinnen lassen. Na, es gibt noch schlimm. Also, Walmer hat noch eine Weiterentwicklung, bedeutet, es ist noch nicht ganz so schlimm. Walmer hatte ich auch überlegt, ob es mit ihm mit ins Team reinkommt. Hatte ich mal kurz überlegt. Ich weiß nicht, warum ich mich dann dagegen entschieden habe. Ob man es erst so spät gefangen hat oder fangbar ist oder. Ich weiß es jetzt nicht, warum ich das nicht mit ins Team genommen habe. Aber wie gesagt, das war auch so eine Überlegung. Statt Michelle halt. Was? Ich hab doch Top-Schutz drin, oder nicht? Was ist das für ein Pokémon? Ein Quabbel. Das sagt mir auch irgendwas. Na gut. Bevor ich jetzt hier nicht fliegen kann oder so, greife ich es lieber an. One Hit und es ist weg. Gut, war ein Volltreffer. Sicher, sicher. Ich möchte Luke erstmal auf Level 39 haben. Danach werde ich Jonas mit nach vorne nehmen. Weil Jonas kann ja hier eigentlich auch gut was reißen. Ja, gut sogar, weil Pflanze ist ja auch auf Wasser. Sehr effektiv. So, Barschuft. Gut. Barschuft habe ich jetzt eher weniger Angst. Ist zwar auf Level 39. Barschuft, ist das nicht die Vorentwicklung von hier? Jetzt fällt mir Milotic. Wenn ja, dann hatte ich dieses Pokémon auch überlegt, ob ich das mit reinnehme. Aber da weiß ich auf jeden Fall, das hätte man erst viel, viel später kriegen können. Darum habe ich es nicht mit reingenommen. Oder irgendwie ganz kompliziert. Ach, irgendwas war da. Wow. Vorsicht. Doch schon einiges an Schaden gemacht. Wow, 2000 DP gibt er. Milotic ist halt auch so ein geiles Pokémon. Hat ja zum Beispiel auch, glaube der Champ. Aus Sinnoh. Es sein. Oder der Vierte von der Top 4. Kann auch sein. Aber ich glaube mal, es war der Champ. Was suche ich denn gerade? Ach ja, genau. Ich suche Supertank. Immer für Luke. Und dann geht es jetzt direkt weiter. Hier ist noch ein Trainer. Generell ist das hier ein sehr großes Areal. Bedeutet, es ist für mich erstmal ein bisschen schwierig, hier einen Überblick zu erlangen. Aber sobald alle Gegner besiegt sind, werde ich nochmal hier genau schauen, ob ich überall war. Weil bisher haben wir die Höhle nur gefunden, aber hier muss ja noch irgendwas anderes sein. Also es kann ja nicht sein, dass hier so viele Trainer sind und dann hier nichts ist. Die Jung ist ganz schön stark. Also halt die Weiterentwicklung von dem Seemobs oder wie der hieß. Aber wir kommen hier trotzdem sehr gut zurecht. Da ja nur Hagelsturm eingesetzt hat halt. So, tschüss. Level 39? Ja, sehr schön. Ja, endlich. Endlich. Luke entwickelt sich. Darauf habe ich jetzt geschwitzt. Ich wusste allerdings nicht, wann er sich entwickelt. War nur so eine Ahnung. Es muss ja bald sein, sozusagen.
Und nun ist er nicht mehr so ein schwaches, kleines Fischlein, sondern wird einige stärker. Jetzt ist so ein komischer Wurm. Ein Zappler-Leck. Lernt er auch noch mal eine neue Attacke? Knirscher. Nur nicht Attacke? Ich denke mal besser als Tackle auf jeden Fall. Stärke 80. Also ich Ladestreu rausnehmen. Nehmen Ladestreu raus. Für Tackle kommt irgendwann noch mal eine neue Attacke. So, jetzt bin ich sehr gespannt, ob Luke Zoff einsetzen kann. Ich habe da auch nicht reingeschaut, ob er das halt wirklich kann. Ich hätte natürlich schauen können. Keiner dort. Aber er kann es leider nicht. Schade. Und so eine andere Wasserattacke. Voltwechsel. Wollten wir ja auch mal schauen, ob er das vielleicht kann. Nach seiner Entwicklung. Könnte er. Moment mal. Ich glaube, das ist trotzdem nicht so stark wie Funksprung. Funksprung 60, 65. Voltwechselstärke 70. Okay. Funksprung ist stärker aus dem Grund, unser physischer Angriff bei Luke ist höher. Allerdings hat Voltwechsel noch eine geile Funktion, und zwar, nachdem man angegriffen hat, wird das Pokémon ausgetauscht. Bedeutet, das kann ich statt Tackle mal reinnehmen. Kann vielleicht hier und da uns trotzdem helfen. Gut. Sonst, ja. Haben wir irgendeine Wasserattacke, dass wir überhaupt mal schauen können, ob er überhaupt eine Wasserattacke erlernen kann? Ja, haben wir leider nicht. Okay, schade. Eigentlich wollte ich jetzt zu Jonas einwechseln. Allerdings. Oh, eine Wassertafel. Allerdings möchte ich mal kurz die Stärke ausprobieren. Von unserem Luke. Wie viel er jetzt überhaupt damaged. Astrainer. Oh, der könnte andere Pokémon einsetzen. Aber es kommt ein Pelipper. Vierfach Schwäche gegen Elektro. Gut, das Pelipper hat gar keine Chance, obwohl es auf Level 40 ist. Level 40 ist schon sehr, sehr krass. So, Sprung. Water. Greift als erstes an, okay. Aber Water. Steigt Verteidigung, Spezialverteidigung, aber es sollte sowieso besiegt sein. Erstens, Luke ist stärker geworden, zweitens, vierfach schwächer. Was? Uiuiui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dann sehen wir mal kurz, wie viel Luke horten, nicht horten kann, aber generell aushalten kann. Okay. Hat trotzdem fast die Hälfte Schaden gemacht, aber es war halt auf Level 40, von daher. Kann man das dann vielleicht irgendwo Luke auch verzeihen? So, jetzt kommt hier noch ein Starmie. Auf Level 40 auch wieder, Alter. Ein Fußstrahl. Wie Luke schaut mit seinem großen Auge da. Ich finde es krass, wie sich das Aussehen von Luke geändert hat. Das finde ich extrem krass. So, ich setze jetzt noch mal kurz Voltwechsel ein. Shit. Shit! Ich hatte Sternschauer, ja, sollte nicht ausreichen. Aber leider doch. Gut, sind wir auf Level 40. Normalerweise wären wir ja ein paar Level drüber. Allerdings, ja. Haben wir ja auch viele EP in das Training von unseren neuen Teammitgliedern reingesteckt. Ah, überlebt auch so ein bisschen. Gut, die letzte Runde mit Luke war halt auch jetzt ein bisschen Pech, dass Luke sich selbst verletzt hat, aber naja. Jetzt hier. Wunderbar. Weg mit dem Starmie. Aber trotzdem, wir holen momentan überhaupt nicht auf mit den Leveln. Wir haben jetzt sechs Pokémon zu versorgen, sozusagen. Da ist es schwierig. Und ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Arena. Weil ja schon die Flugarena war halt ganz schön happig. Obwohl wir effektive Attacken dagegen hatten. Beziehungsweise Elektro halt bei Luke. Aber trotzdem, es ist nicht spaßig hier. Haben wir überhaupt schon herausgefunden, welchen Typ der nächste Arena-Leiter hat? Ich meine, irgendwann gab es mal eine Info oder nicht? Wenn es eine Info gab, dann habe ich das auf jeden Fall wieder vergessen. So, ich wechsle mal zu Jonas.
Ist hier irgendwas? Warum hier ein Trainer ist? Ah ne, wir haben ja hier die Wassertafel gefunden. Stimmt. Links kann man noch irgendwo auf. Ach, wir sind hier am Anfang. Okay. Mal bitte Schutz weiter einsetzen. Danke sehr. Oh, jetzt kommt mal wieder ein Wasser-Pokémon. Wieder dasselbe Vieh? Jo. Moment mal. Das ist ja geil. Ich glaube, wir hatten vorhin ein männliches Krabbel. Weil ich meine, das letzte Pokémon war so hellblau. Das ist nämlich jetzt hier so rosa. Bedeutet, dass zwischen männlich und weiblich bei den Pokémon ein Farbunterschied besteht. Ja, cool. Ich finde aber das Männchen einfach sieht geiler aus, weil dieses Blaue, das hat etwas von Eis. Und hier dieses Rosa. Ja gut. Muss halt letztendlich jeder selber für sich wissen, welches Pokémon ihr dann bevorzugt. Kommt ja nicht ins Team. Ja genau, das hier ist nämlich blau. Haben die dann auch unterschiedliche Typen? Wäre auch mal geil zu wissen. Vielleicht das rosane nur Wasser und das blaue hier, das männliche Wasser, Eis. Aber ich glaube mal, da gibt es keine Unterschiede zwischen männlich und weiblich. Wäre aber auch mal geil einzuführen. So, was ist hier unten noch? Nix. Hier ist noch was. Nicht. Schade. Hier gibt es noch ein wildes Pokémon. Stimmt. Wir könnten ja mal kurz vorlesen. Oder ich könnte mal kurz vorlesen, was man auf der Route alles fangen kann. Da haben wir jetzt keinen Trainer wahrscheinlich mehr vor uns, aber ja, Bucht von Andula Pokémon. So, hier kriegt man auf jeden Fall den Balmer, das sehen wir jetzt hier schon. Ich wollte es nicht weiter einsetzen. Durchs normale Surfen kriegt man zu 65% ein Quabbel. Das ist das, was wir die ganze Zeit gesehen haben, schon. Zu 5% ein Remok halt. Zu 30% ein Mantörps, aber nicht im Winter. Also nur im Frühling, Sommer, Herbst. Dann zu 30%, aber nur im Winter. Ein Seemops, diesmal nur im Winter. Dann per Superangel kriegt man so 70% ein Lampi, zu 30% ein Remok halt. Ist gleich weiter vor, ich möchte jetzt mal hier kurz zurück. Dann durch Pokémon-Schatten beim Surfen zu 5% ein Weilort, zu 60% ein Apoqualip, das ist die Weiterentwicklung von diesem Quabbel. Allerdings kriegt man dieses Apoqualip nicht im Winter. Dann ein Weimar kriegt man auch durch Pokémon-Schatten im Frühling, Sommer, Herbst zu 30%, im Winter zu 60%. Und ein Mantax zu 5% per Pokémon-Schatten. Allerdings nur im Frühling, Sommer, Herbst. Und dann gibt es noch zwei Pokémon durch Pokémon-Schatten nur im Winter. Einmal Sejong zu 30% und ein Valraiser zu 5%. Dann Angeln durch Pokémon-Schatten zu 60% ein Remoraid, zu 30% ein Lampi, zu 5% ein Lanthorn, zu 5% ein Octillery. So, und dann findet man, aber ich weiß nicht durch was, ich vermute, wie Driftzeppeli in der vierten Generation, dass es irgendwo auftaucht, und zwar in Schwarz 2. Montags ein Apoqualip. Und donnerstags in Weiß 2, nur in Weiß 2, ein Apoqualip weiblich. Achso, in Schwarz 2 männlich und in Weiß 2 weiblich anscheinend. Okay. Kurz wissen. So, jetzt sind wir wieder hier in der Stadt. Das wirkt nicht mehr, setze ich jetzt auch nicht mehr ein. Ich heile mal kurz die Pokémon. Okay, und ich sehe gerade hier auch noch drunter, dass es auch unterschiedliche Musik für jede Jahreszeit gibt. Ist das generell so? Oder ist das nur hier in der Bucht von Andula so? Gute Frage. Nächste Frage. So, ich werde allerdings jetzt mal wirklich Luke ablegen, weil er ist jetzt hier auf Level 40. Ne, 39. Die anderen brauchen hier halt jetzt auch noch Training und halt Michelle auch, bedeutet. Ah, warte. Ich habe jetzt das Falsche ausgewählt. Ich wollte hier Pokémon bewegen, weil ich wollte direkt im selben Zug Michelle hier mit reinnehmen. So.
Zwar könnten wir theoretisch Luke immer noch gut gebrauchen, allerdings haben wir immer noch Michelle im Team. Jonas im Team. Und Jonas ist gerade auch auf dem ersten Platz. Daher passt das auch. Gut, jetzt geht es hier zur nächsten Route hier unten. Weil da bauen wir ja auch Surfer. Oder generell ging ja hier links lang, aber hier. Ich will mal kurz hier nachschauen. Achso, das ist nur eine Abkürzung hier. Hier links, war hier links noch irgendwas? Nee. Okay. Dann geht es jetzt hier doch noch auf Route 14 weiter. Geht's hier im Wasser weiter? Eventuell schwimme ich nochmal zurück. Ich glaube, es ist jetzt hier keine Wasserroute. Kann sein. Hier ist nur die Bucht von Ondula. Okay, dann doch keine Wasserroute. Na gut, dann kann ich Luke wieder mit ins Team nehmen. Dann können wir mit allen 6 Pokémon hier reisen. Ist mir auch ein bisschen lieber, um ehrlich zu sein. So. Luke, komm rein. Und der Formsklave kommt raus. Oh, scheiße. Irgendwo. Bevor ich die Pokémon vorgelesen habe, hat sich mein Screen hier geändert. Es tut mir sehr, sehr leid. Ist mir schon mal in den Anfangsparts passiert. I'm so sorry, sozusagen. Aber, ja gut. Ist mir jetzt nur aufgefallen, waren jetzt eh nur ein paar Minuten. Daher. Ist mir wohl passiert, als ich irgendwie eine Zahl eingegeben habe. Wann habe ich denn eine Zahl eingegeben? Bucht von Ondula, da ist doch keine Zahl mit enthalten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, hier ist schon der erste Trainer. Yo. Dann werden wir jetzt wieder gegen normale Pokémon hier kämpfen. Zum Beispiel ein Schlappohr. Pokémon der vierten Generation. Weiterentwicklung von Haspirohr. Habe ich noch nie so wirklich gemacht, dieses Schlappohr, aber ja gut. Ist es nicht besonders stark. Kann das Jonas auch relativ schnell besiegen. Da brauchen wir jetzt hier nicht zu Rene wechseln. Na gut, die AKP. Das macht jetzt auch nichts aus. Wie es uns halt abgezogen hat. Level 39. Gut, hatte jetzt nicht so viel drauf. Level 39 bedeutet, ich werde kurz mal wechseln. Und wir noch auf 36? Ja, René ist sogar noch auf Level 36. Er hängt ein bisschen mehr her als die anderen. Riesenperle kann man verkaufen. Finde ich sehr, sehr schön. Nächster Trainer. Ich werde gleich mal auch mal mein Item da aktivieren. Nicht, dass wir hier irgendwie ein Item übersehen. Verstecktes Item. Weil da findet man ja ab und zu doch nochmal geiles Zeug. Inekoro, okay. Was war denn das für ein Typ? War das Unlicht? Oder normal? Oder irgendwie so? Aber eins von beiden bedeutet, mit Kraftwelle sind wir auf jeden Fall hier richtig am Start. Ja, muss normal oder Unlicht gewesen sein. Eins von beiden. Ich glaube eher normal. Es sieht so ein bisschen finster so aus. Ja, dachte ich, der ist Unlicht. Ah ne, scheint normal zu sein. Wenn ich mich irre, könnt ihr mich ja jederzeit aufklären. Schwerttanz. Uiuiui. Spezialangriff steigt. Ne, normaler Angriff steigt stark. Doch die Frage ist, für was nehmen wir das? Schwerttanz ist wirklich sehr, sehr geil. Soll ich Finsteraura rausnehmen? Oder Knochen hat? Finsteraura hat uns in manchen Situationen schon geholfen. Knochenharz, ja gut, wir haben. Wir vergessen Knochenharz, weil wir haben einen Bohnen-Pokémon, und zwar Michelle. Da brauchen wir jetzt hier nicht noch eine Bohnen-Attacke. Zumal, wenn uns zum Beispiel ein Feuer-Pokémon gegenübersteht, da wechseln wir René sowieso aus, weil Feuerattacken sehr effektiv sind gegen René. So, was man hier findet an Pokémon, das werde ich dann im nächsten Part vorlesen.
Ich beende diesen Part an dieser Stelle hier. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.